Wissenschaft und Religion. Seit Jahrtausenden rivalisieren sie um die Wahrheit. Letztendlich hatte die Wissenschaft jedes Mal recht. Je weiter die Wissenschaft voranschritt, umso weniger hatte Gott zu tun. Und doch könnte heute gerade die Verschmelzung von Wissenschaft und Religion das größte Rätsel seit dem Anbeginn der Menschheit lösen. Als Gläubiger kann ich die Wissenschaft dazu nutzen, die Rätsel Gottes zu entschlüsseln. Der Gottesbeweis. Die Suche nach dem Schöpfer. Jahrhundertelang stand die katholische Kirche der Wissenschaft äußerst skeptisch gegenüber, da sie die Grundsätze des Glaubens zu untergraben schien. Wissenschaftler wurden als Ketzer gebrandmarkt. Bahnbrechende Forschungserkenntnisse wurden vor der Öffentlichkeit geheim gehalten. Viele wurden unter Androhung der Todesstrafe gezwungen, ihre Thesen zu widerrufen. Doch die Zeiten haben sich geändert. Die Leute sind immer sehr erstaunt, wenn sie hören, dass ich Priester und Wissenschaftler bin. Insbesondere, da ich für die Sternwarte des Vatikans arbeite. Warum hat denn der Vatikan eine Sternwarte? Die Anlage liegt in gut 3300 Meter Höhe und ist mehrere Millionen Euro wert. Das 1,8 Meter lange Teleskop kann mehrere tausend Lichtjahre weit in Galaxien sehen. Die hier arbeitenden Wissenschaftler sind Experten auf dem Gebiet der Astronomie und Kosmologie. Doch in einem Punkt sind sie einzigartig. Sie alle haben ihr Leben dem Glauben geweiht. Für sie ist die wissenschaftliche Forschung ein Weg, um näher zu Gott zu finden. Wir forschen nach einer strengen Methodik, die uns schon im Laufe unserer wissenschaftlichen Ausbildung an die Hand gegeben wird. Angesichts der brisanten Vergangenheit der katholischen Kirche in Bezug auf die Wissenschaft überrascht die Existenz einer solch ultramodernen Einrichtung. Mit der Aufklärung hat sich das angespannte Verhältnis zwischen Kirche und Wissenschaft enorm verschärft. Die Naturwissenschaft konnte die Welt immer besser wissenschaftlich erklären. Für die Gläubigen stellte das eine zunehmende Bedrohung dar. Sie befürchteten, dass die Wissenschaft Gott so weit zusammenschrumpfen lassen würde, dass er schließlich verschwindet. Und damit auch ihre Lebensart und ihre Weltanschauung. Den Großteil des letzten Jahrtausends über war es überaus gefährlich, die biblischen Erklärungen für Naturereignisse in Frage zu stellen. Im frühen 16. Jahrhundert wurden verschiedene bekannte Astronomen vor Gericht gestellt, da ihre wissenschaftlichen Erkenntnisse der Bibel widersprachen. Die wohl bedrohlichste wissenschaftliche Theorie wurde von den Astronomen Kopernikus und Galilei vorgebracht. Nach der kirchlichen Lehre bildete die Erde den Mittelpunkt des Sonnensystems und die Sonne drehte sich um die Erde. Kopernikus und Galilei vertraten jedoch die Annahme, dass die Sonne im Zentrum des Sonnensystems liegt. Für die Kirchenväter stellen Galileos Erkenntnisse ein Problem dar. Sie widersprachen der Bibel, die an einer Stelle besagt, dass die Sonne plötzlich stillstand. Wenn es aber die Erde ist, die sich bewegt und nicht die Sonne, dann ergibt sich hier ein Widerspruch. Die katholische Kirche hat seit Galileo eine Kehrtwendung um 180 Grad gemacht. Heute hingegen begrüßt die Kirche die Wissenschaft. Doch warum gerade jetzt? Die Vatikanische Sternwarte ist ein Beleg dafür, dass die Kirche den Wert der Wissenschaft und das Wissen, das wir aus ihr gewinnen, anerkennt. Während die meisten Wissenschaftler zu den Sternen blicken, um das unbekannte Universum zu erforschen, verfolgen diese Männer eine wesentlich konkretere Mission. Die Suche nach dem Schöpfer. Ihre Beweisfindung dafür, dass das Universum von Gottes Hand erschaffen wurde, setzt an dem Punkt an, an dem es entstanden ist. Indem die Kirche das All erforscht, wirft sie die Frage auf, wie es zu dem Urknall kam und wer ihn ausgelöst hat. If there was a Big Bang, there had to be a Big Banger.
Das Universum ist nach einer Explosion entstanden, welche Energie generiert hat. Daraus hat sich dann Materie entwickelt. Der Vatikan stimmt mit der wissenschaftlichen Theorie überein, dass sich nach dem Urknall die aufgrund von Schwerkraft interagierenden Wasserstoffatome zu Sternen formiert haben. Daraus haben sich wiederum Galaxien und das Universum als solches gebildet. Zunächst haben wir nur eine Art Suppe aus Elementarteilchen. Daraus entstanden dann Gase und Staub, die zusammen Sterne und Planeten formten, und darauf konnte schließlich Leben entstehen. Wir Menschen sind aus diesem Universum heraus entstanden, genauso wie andere Galaxien, Sterne, Frösche und alles andere. Wir sind im Laufe der Evolution entstanden. Das ist die beste Erklärung für unser Dasein. War das alles nur Zufall? Oder hat es einen bestimmten Grund? Die Religion hält daran fest, dass es einen Schöpfer gegeben haben muss. Die Wissenschaft tut das nicht. Für uns ergibt sich absolut kein Widerspruch aus der Annahme, dass der Urknall einfach so passiert ist. Für Kosmologen gibt es keinen Grund, mit einer von außen einwirkenden Kraft zu argumentieren. Stephen Hawking sagt dazu gerne, dass die Frage, was vor dem Urknall war, der Frage ähnelt, was sich nördlich vom Nordpol befindet. Hawking löste eine Kontroverse unter Wissenschaftlern aus, als er die These aufstellte, dass das Universum sich aufgrund der Gesetze der Schwerkraft aus dem Nichts erschaffen konnte. Stephen Hawking und die anderen Anhänger dieser Ursprungstheorie meinen, dass sie damit auf Gott als Schöpfer verzichten können. Doch das ist absurd. Diese Streitfrage markiert die Grenze zwischen der weltlichen und der geistlichen Wissenschaft. Die Kirche verwirft nicht länger wissenschaftliche Erkenntnisse. Stattdessen glauben viele ihrer Anhänger, wie Pater Coyne, an ein Modell, das Gott und die Wissenschaft in sich vereint. Diese Theorie ist unter dem Namen Feinabstimmung der Naturkonstanten bekannt. Laut dieser Theorie waren für die Entstehung von Leben so präzise Bedingungen nötig, dass dies nicht aus einem willkürlichen Zufall heraus passiert sein konnte. Viele gläubige Wissenschaftler sehen in der Feinabstimmung der Naturkonstanten einen Entwurf, nach dem alles erschaffen wurde. Der Architekt hinter dieser Schöpfung ist Gott. Hätten diese Konstanten nicht haargenau den Wert, den wir hier auf der Erde messen, würden wir gar nicht existieren. Hinter der Feinabstimmung der Naturkonstanten steht die Vorstellung, dass die Dinge aufeinander abgestimmt wurden. Als Ergebnis haben wir nun das Universum und intelligente Menschen, die sich diese großen Fragen stellen. Es beweist nicht, dass Gott existiert, aber es deutet darauf hin. Gemäß dieser Theorie hätte Gott das gesamte Universum geschaffen, aber die Details der Natur überlassen. Man sollte daraus nicht schlussfolgern, dass Gott alles erschaffen hat. Nicht alles wurde vorherbestimmt. Gott hat ein Universum geschaffen, das eine elementare Unbestimmtheit zu eigen hat. Und zwar vom Mikro bis hin zum Makrokosmos. Mit dieser neuen Philosophie könnte die Kirche dem Gottesbeweis näher kommen als je zuvor. Die Vatikanische Sternwarte ist nur ein Teil der neuen Herangehensweise, bei der man sich neue Technologien für die immerwährende Suche nach Gott zunutze macht. Doch die Suche nach Gott findet nicht nur im All statt. Hier auf der Erde suchen Archäologen und Reliquienjäger ebenfalls nach konkreten Gottesbeweisen. Ihre Suche beginnt mit der Bibel. Seit jeher haben sich die Streitfragen zwischen der Religion und der Wissenschaft an der Bibel entbrannt. Ihr Ursprung und die in ihr beschriebenen Geschehnisse werden von Gelehrten in Frage gestellt. Die Wissenschaft kann die Bibel nicht als ein Dokument anerkennen, das wortwörtlich genommen werden darf. Doch für die Gläubigen ist die Bibel buchstäblich das Wort Gottes. Nun nutzen sie die Wissenschaft, um das zu beweisen. Wenn man verschiedene Wunder der Bibel wissenschaftlich nachweisen könnte, würde das auch den Gottesbeweis nach sich ziehen. Davon gehen viele Gläubige zumindest aus.
Im Norden Äthiopiens verfolgt ein Mann eine Spur, die ihn zur größten Entdeckung der Geschichte führen könnte. Ich wurde als Polizeibeamter für die Spurensicherung ausgebildet. Nun kann ich meine Kompetenzen dazu nutzen, um einige der ältesten Rätsel der Bibel zu lösen. Heute werden wir möglicherweise eines der größten Rätsel der Menschheit entschlüsseln. Seine Mission ist es, die verschollene Bundeslade zu finden. Es handelt sich dabei um eine mysteriöse Truhe, welche die Steintafel mit den 10 Geboten enthalten soll. Da es keinen archäologischen Nachweis ihrer Existenz gibt, ist sie für die meisten nur eine Legende. Dennoch nehmen viele Gläubige an, dass sie einen physischen Beweis der Existenz Gottes liefern würde. Das Alte Testament besagt, dass Gott durch die Bundeslade zu den Israeliten gesprochen hat. Mit dieser Truhe hat Gott wortwörtlich ein Zeichen seiner irdischen Existenz hinterlassen. Die Israeliten haben sich an dieser Truhe versammelt und gebetet. Dann war sie plötzlich spurlos verschwunden. Niemand wusste, was damit geschehen war. Ob die Truhe tatsächlich die Existenz Gottes beweisen kann, ist fraglich. Doch zunächst muss sie gefunden werden. Vor Kornuk haben schon viele Archäologen und Forscher den Globus nach dem Verbleib der mysteriösen Truhe durchkämmt. Doch nach mehreren tausend Jahren hat sich ihre Spur hoffnungslos verlaufen. Auf seiner Suche nimmt Kornuk eine Gegend ins Visier, die reich an potenziellen Beweisstücken ist. Angeblich füllte man es mit Blut. Und Zeitgeschichte. Sie sagen, dass dieses Loch in den Stein gemeißelt wurde, um eine der Zeltstangen zu halten. Bei dem Zelt handelte es sich um das Tabernakel. So wie 9 Hinweisen, die ihn zu der Truhe führen könnten. Seit Jahrhunderten blickt der Mensch zu den Sternen. Dabei wurde sein Glaube an Gott von wissenschaftlichen Überlegungen eingeholt. Doch nun könnte gerade die Verschmelzung dieser gegensätzlichen Lehren die Lösung des größten Rätsels der Menschheit herbeiführen und den Beweis für die Existenz Gottes erbringen. Bob Kornuk ist auf der Suche nach einem greifbaren Beweis für die verschollene Bundeslade. Sie ist nicht nur eines der bedeutendsten Artefakte des Alten Testaments. Sie soll die Kraft des Allmächtigen selbst beinhalten. Der Fund könnte sowohl die Wissenschaft als auch die Religion entscheidend verändern. Aber die Truhe ist bereits seit mehreren Jahrtausenden verschollen. Wir suchen nach der Bundeslade. Sie war für die Israeliten ein zentraler Punkt der Gottesverehrung. Dann ist sie plötzlich verschwunden, als hätte sie sich in Luft aufgelöst. Kornuk hat sich eingehend mit der Geschichte der Bundeslade auseinandergesetzt. Gott hat Moses instruiert, wie er die Truhe bauen sollte. Laut der Überlieferung war die Truhe groß genug, um die Steintafeln mit den 10 Geboten zu fassen. Sie war etwa 1 Meter lang, 80 Zentimeter hoch und innen wie außen mit Gold beschichtet. Auf dem Deckel der Truhe saßen 2 goldene Engel. Sowohl die Macht Gottes als auch sein Zorn sollten direkt in der Truhe ruhen. Nur die gottesfürchtigsten Priester konnten sich der Truhe nähern. Wenn man nicht ordnungsgemäß vor der Truhe betete, wurde man getötet. Angeblich konnte sie ganze Städte dem Erdboden gleichmachen. Um 960 vor Christus wird die Truhe in Jerusalem im Salomonischen Tempel untergebracht. Dieser Bericht im Buch der Könige erwähnt die Bundeslade zum letzten Mal in der Bibel. In der Bibel wird an keiner Stelle gesagt, dass die Bundeslade gestohlen oder zerstört wurde. Sie existiert einfach nicht mehr. Wo und wann ist die Truhe verschollen? An dieser Frage scheiden sich in der Bibelwissenschaft die Geister. Es gibt verschiedene Theorien. Für Kornuk ergibt sich die heißeste Spur aus einer Nachforschung, die Graham Hancock in den 1980er Jahren angestellt hat. Er vertrat die Theorie, dass die Truhe während der Herrschaftszeit eines heidnischen Königs in Sicherheit gebracht wurde. Manasse war ein geisteskranker, bösartiger Herrscher, der heidnische Götzenbilder in die Tempel brachte. Eine mögliche Entweihung des Tempels hätte die strenggläubigen Priester, die über die Truhe wachten, dazu bewogen, sie von ihrem geheiligten Ruheort zu entfernen.
Die treuen levitischen Priester hätten die Truhe aus Angst vor einer Schändung des Tempels in Sicherheit gebracht. Laut Kornuk wäre man mit der Truhe höchstwahrscheinlich von Jerusalem aus in westliche Richtung nach Ägypten geflüchtet und dann den Nil hinuntergereist. Der nächste Hinweis, der diese Theorie stützt, verbirgt sich zwischen diesen Felsen auf der kleinen Insel Elephantin. Hier befinden sich die antiken Ruinen eines Heiligenschreins, der augenscheinlich exakt nach dem Vorbild des Tempels Salomons errichtet wurde. Dieser Tempelnachbau soll der Bundeslade als zwischenzeitliches Refugium gedient haben. Doch auch hier war sie nicht lange sicher. Man geht davon aus, dass es auf der Insel zu gewalttätigen Auseinandersetzungen kam. Historiker schildern die Konflikte als Randale zwischen benachbarten Ägyptern. Kornuk nimmt an, dass die Motive für die Auseinandersetzungen auch einen Hinweis auf den Verbleib der Truhe geben. Der Bundeslade wurde solch eine Macht zugeschrieben, dass man ein Blutopfer bringen musste, um sie sehen zu dürfen. Nach jüdischem Gesetz war dieses Blutopfer lediglich in unmittelbarer Gegenwart der Truhe erlaubt. Die Juden opferten Schafböcke, die Ägypter hingegen verehrten sie. Dieser Konflikt führte zur Zerstörung des Tempels. Kornuk vermutet, dass man die Truhe inmitten der Auseinandersetzungen eilig in Sicherheit brachte. Die Frage ist nur, wohin? Fernab in Europa hat das zweite Buch Mose die Aufmerksamkeit eines weiteren Forschers auf sich gezogen, der die Kluft zwischen Wissenschaft und Glauben schmälern möchte. Ich bin ein großer Anhänger der Wissenschaft. Man kann durchaus eine rein wissenschaftliche Weltansicht vertreten, die in sich absolut kohärent ist. Und doch findet man in der Bibel einige Stellen, die stark darauf hinweisen, dass Gott tatsächlich existiert. Als Physiker und überzeugter Christ vertritt Sir Colin Humphreys die Ansicht, dass die Wissenschaft die Rätsel des Alten Testaments entschlüsseln und den Beweis für die Existenz Gottes erbringen wird. Seine Untersuchung setzt an einem der symbolträchtigsten Momente des Alten Testaments an. Der Teilung des Roten Meeres. Ägypten um das Jahr 1446 vor Christus. Das zweite Buch Mose berichtet, wie die Israeliten aus der Sklavengefangenschaft entkommen können, sich aber kurz darauf in einer Falle wiederfinden, zwischen der ägyptischen Streitmacht und dem Meer. Die Israeliten saßen in der Falle. Es gab kein Entkommen. Plötzlich kam dieser Wind auf, der das Meer zurücktrieb und den Grund freilegte, sodass die Israeliten hindurcheilen konnten. Natürlich ist die Armee des Pharaos ihnen durch das Meer gefolgt. Doch dann kam das Wasser zurück und schlug über den Ägyptern zusammen. Für Bibelgläubige liefert der 3000 Jahre alte Bericht einen Beweis für das Wirken Gottes. Für unser modernes Verständnis wirft die Erzählung automatisch Fragen auf. Das Rote Meer hat eine imposante Größe. An seiner breitesten Stelle ist es über 320 Kilometer breit und durchschnittlich etwa 500 Meter tief. An welcher Stelle hätten die Israeliten es also sicher überqueren können? Es gibt unterschiedliche Vermutungen. Viele Bibelforscher verweisen auf die Straße von Tiran an der Mündung des Golfes von Akaba. Diese Stelle entspricht am besten den in der Bibel beschriebenen Distanzen und der Topographie. Hier befindet sich eine Verengung, die etwas weniger als 13 Kilometer breit ist. Ein Kamm von Korallenriffen bildet die seichteste Fläche im Roten Meer. Doch auch dieses Felsenriff liegt mehr als 9 Meter unter der Wasseroberfläche. Viel zu tief für eine Flucht zu Fuß, wie sie die Bibel schildert. Was die Truppen des Pharaos betrifft, kommen ebenfalls Zweifel auf. Das zweite Buch Mose besagt, dass die Ägypter den Israeliten durch das Meer gefolgt sind. Doch warum haben sich bei ihnen die Umstände plötzlich fatal geändert? Die Unwahrscheinlichkeit dieser Ereignisse ist für weniger Bibelgläubige ein Beweis dafür, dass die Berichte des Alten Testaments nicht mehr als wunderliche Erzählungen sind. Nun soll die Wissenschaft genau diese Diskrepanzen klären.
Wenn ich das zweite Buch Mose als Wissenschaftler lese, frage ich mich automatisch, wie konnte all das passieren? Ein einfaches physikalisches Prinzip könnte die Antwort liefern. Es lässt sich anhand eines gewöhnlichen Wasserglases erklären. Wenn man das Glas bis zur Kante mit Wasser füllt und dann darüber bläst, wird ein Teil des Wassers aus dem Glas herausgeblasen. Wenn nun ein extrem starker Wind über eine große Menge Wasser bläst, wird er das Wasser zurückdrängen. Geologen und Naturwissenschaftler ist dieses Prinzip durchaus bekannt. In Extremfällen können riesige Mengen Wasser zurückgedrängt werden. Wissenschaftler haben zudem eine heftige Reaktion beobachtet. Eine tosende Wasserwand kehrt zurück, um die Lücke wieder zu füllen. Laut Humphreys Theorie sind genau diese Phänomene in einem gewaltigen Maßstab eingetreten. Der Wind hat das Wasser so stark verdrängt, dass der Wasserspiegel abgesunken ist. Darauf folgte als Reaktion eine Art Gezeitenwelle. Dr. Carl Drews vom National Center for Atmospheric Research ist der Ansicht, dass Humphreys mit seiner Theorie auf der richtigen Spur sein könnte. Wenn ein extrem starker Wind eine Zeit lang über eine Wasseroberfläche bläst, bewegt sich das Wasser zunehmend in die Richtung, in die der Wind weht. Das Wasser wird vom Ufer weggedrängt, woraufhin sich der Meeresspiegel senkt und der Meeresgrund hervortritt. Drews hat die Auswirkungen wasservertreibender Winde an unterschiedlichen Orten der Welt untersucht. Die Schauplätze reichen von der Küste Englands über den Nil zu den großen Seen in Nordamerika, wo dieses Phänomen 2006 und 2008 mehrmals auftrat. Am Eriesee kann man dieses Phänomen alle 5 bis 10 Jahre beobachten. Aus westlicher Richtung wehen starke Winde, die vor Buffalo eine Sturmflut auslösen. Toledo liegt auf der entgegengesetzten Seite des Sees. Hier werden große Abschnitte trockengelegt, da das Wasser sich bis zum Horizont zurückzieht. Es wurde verschiedene Male beobachtet, dass sich der Wasserspiegel an den beiden Enden des Eriesees bis zu 5 Metern unterschieden hat. Das ist atemberaubend. Man würde eigentlich erwarten, dass der Eriesee einen gleichmäßigen Pegel hat. Doch selbst an der seichtesten, nur 9 Meter tiefen Stelle, wäre ein außergewöhnlich starker Wind nötig, um das Rote Meer zu teilen. Um das Wasser derart zurückzutreiben, müssten hier über mehrere Stunden extrem starke Winde in eine bestimmte Richtung wehen. Der Wind benötigt eine Wasserfläche, die eine angemessene Länge hat. Die Bibel liefert Humphreys weitere Informationen zu dem Sturm. Das zweite Buch Mose spricht von Wind aus nordöstlicher Richtung, der die ganze Nacht über anhielt. Das stützt Humphreys Theorie. Ein extrem starker Wind, der mehrere Stunden lang über den Golf von Aqaba weht, hätte das Wasser zurückdrängen und die Landbrücke freilegen können. Der Golf von Aqaba ist über 180 Kilometer lang. Nach meinen Berechnungen könnte ein Orkan das Wasser bis zu 1 Kilometer weit zurückdrängen. Carl Drews erstellt mit Hilfe von Daten, die von NASA-Satelliten erhoben wurden, ein Meeresmodell und eine topografische Karte des Golfes, um die möglichen Auswirkungen eines solchen Sturms zu untersuchen. Ich habe geologische Karten, Gutachten und den Verlauf des Sediments untersucht, um die Struktur der Lagunen und Flüsse zur Zeit des Auszugs aus Ägypten zu rekonstruieren. Dann habe ich das Meeresmodell mit einem Supercomputer ausgeführt und einen digitalen Wind von über 100 km/h darüber wehen lassen. Es wäre durchaus möglich, sich bei einer solchen Windstärke fortzubewegen. Orkane und Wirbelstürme entwickeln sich in den meisten Fällen über dem offenen Meer. Könnte ein derart gewaltiger Sturm auch über dem Roten Meer entstehen, das von Land umgeben ist? Eine Untersuchung an der Florida State University ermittelte, dass sich ein derartiger Sturm nur alle 2400 Jahre in dieser Gegend ereignen würde. Die Wahrscheinlichkeit ist somit äußerst gering, aber es ist theoretisch durchaus möglich. Nun wird Drews das wissenschaftliche Modell und den biblischen Bericht zusammenführen. Er erstellt eine Zeitachse, die den im zweiten Buch Mose geschilderten Wetterbedingungen entspricht. Der perfekte Sturm. Die Bibel besagt, dass der Sturm über Nacht aufgekommen ist. Wenn der Sturm über 12 Stunden geweht und dann plötzlich aufgehört hätte, wäre das Wasser nicht nur zurückgedrängt worden. Es hätte diesen Zustand auch über einen Zeitraum von 4 Stunden gehalten.
Aber 4 Stunden hätten wohl kaum ausgereicht, um 2 Millionen Israeliten über die freigelegte Landbrücke entkommen zu lassen. Widerlegt die wissenschaftliche Beweisführung somit den biblischen Bericht? Wie sollen so viele Menschen in nur 4 Stunden ein so enges Areal durchqueren? Eine unvorstellbar große Anzahl. Viele glauben, dass diese Geschichte erfunden ist. Humphreys erklärt diese Diskrepanz mit Hilfe der problematischen Übersetzung. Im Althebräischen kann ein Wort mehrere Bedeutungen haben. Das Wort Aleph, das im 2. Buch Mose mit 1000 übersetzt wurde, kann auch Gruppe oder Truppe heißen. Wir wissen aus den alten ägyptischen Quellen, dass eine ägyptische Armeeeinheit lediglich 10 Männer umfasste. Wenn man anhand dieser Übersetzung die Anzahl der Menschen errechnet, erhält man nicht 650.000 Männer, sondern nur 5.000. Rechnet man dann noch Frauen und Kinder hinzu, erhält man etwa 20.000 Menschen. Wenn Humphreys Kalkulation stimmt, könnte sich das Wunder tatsächlich so zugetragen haben. Nach seinen Berechnungen könnte diese Menschenmenge innerhalb von 4 Stunden den knapp 13 Kilometer langen Weg zurückgelegt haben. Die ursprünglich komplizierte Rechnung stellt sich plötzlich als wesentlich einfacher dar. Diese Lösung ist so elegant, dass sie einfach richtig sein muss. Eine aufregende Entdeckung. Moderne Computersimulationen können auch das letzte Rätsel des Wunders am Roten Meer bestätigen. Indem sie die Zeitspanne der Überquerung auf 4 Stunden begrenzen konnte, hat die Wissenschaft nicht nur die Flucht der Israeliten als reale Möglichkeit anerkannt, sondern auch das fatale Schicksal der Ägypter. Es ist eine Massenhinrichtung, wie man sie nur selten in der Bibel findet. Von der Kosmologie zur Archäologie und Ozeanologie. Forscher aus verschiedensten Disziplinen haben eine globale Forschungsinitiative ins Leben gerufen, bei der ein Beweis für die Existenz Gottes gefunden werden soll. Colin Humphreys und Carl Drews haben nachgewiesen, dass eines der größten Wunder der Bibel, die Teilung des Roten Meeres, sich tatsächlich zugetragen haben könnte. Mit Hilfe präziser Berechnungen und komplexer Computersimulationen hat jeder der beiden Wissenschaftler ein Sturmszenario kreiert, das die Teilung des Roten Meers bewirkt haben könnte. Sie vertreten die Theorie, dass ungewöhnlich starke und lang anhaltende Winde das Meerwasser für mehrere Stunden zurückgedrängt haben, sodass die Israeliten über eine freiliegende Landbrücke in die Freiheit flüchten konnten. Das 2. Buch Mose schildert, wie die ägyptische Armee den Israeliten über den Meeresboden folgt, dann aber von den zurückflutenden Wassermassen ausgelöscht wird. Auch dieses Wunder können Drews und Humphreys wissenschaftlich erklären. Es handelt sich hier um eine entgegengesetzte Naturgewalt, bei der stark zurückgedrängtes Meerwasser in Form einer Gezeitenwelle zurückkehrt. Tatsächlich ähnelt dieses Phänomen dem Gezeitenwechsel zwischen Ebbe und Flut, bei dem das Wasser mit einer solchen Kraft zurückkehrt, dass es eine gewaltige Welle formt. Wenn der Wind aufhört, kommt das Wasser plötzlich in Form einer wogenden, donnernden See mit meterhohen Wellen zurück, die alles und jeden mit sich reißt. Nach Drews Berechnungen hätte das vom Sturm zurückgedrängte Meerwasser eine solche Kraft entwickelt, dass es eine Gezeitenwelle von ungeheurem Ausmaß ausgelöst hätte. Als ich die Geschichte zum ersten Mal las, dachte ich, warum sind sie nicht einfach weggerannt? Doch unsere Berechnungen zeigen, dass das Wasser in Form einer plötzlich auftretenden Gezeitenwelle zurückrollt. Und genau so schildert es auch die Bibel. Moses streckte seine Hand über das Wasser und der Wind legte sich. Wir wissen nicht, ob sie von der Hand Moses ausgelöst wurde oder nur eine Gegenreaktion der Natur war. Fakt ist, eine derart mächtige Gezeitenwelle hätte die Armee des Pharaos in einem einzigen Moment vernichtet. Plötzlich hörten sie dieses tosende Geräusch.
Sie schauten hoch und sahen diese riesigen Wasserberge auf sich zurollen. Die Gezeitenwelle reißt die Menschen mit sich, das beschreibt die Bibel. Selbst die Details im zweiten Buch Mose entsprechen unserem modernen Wissensstand. Gezeitenwellen sind ein äußerst seltenes Phänomen. Trotz jahrzehntelanger Forschung konnte noch kein mathematisches Modell entwickelt werden, mit dem man sie sicher vorhersagen kann. Die Berechnungen sind relativ kompliziert. Vor 200 Jahren konnte man sich dieses Phänomen nicht erklären. Heute können wir das zumindest anhand unseres naturwissenschaftlichen Wissens und unserer Kenntnis von natürlichen Mechanismen. Erst seit dem Aufkommen der Supercomputer ist es möglich, derart komplexe dynamische Bewegungen von Flüssigkeiten vorherzusagen. Die Wissenschaft reißt bei der Verfolgung Gottes alte Grenzen nieder und betritt neues Terrain. Anhand dieser Naturphänomene kann man die im zweiten Buch Mose geschilderten Ereignisse wissenschaftlich erklären. Doch das ist noch kein Beweis für die Existenz Gottes. Vielleicht hatte Moses einfach nur viel Glück. Vielleicht konnte er das Wetter gut vorhersagen. Warum sehe ich darin ein Wunder? Aufgrund des Timings. Andernfalls wären die Israeliten ausgelöscht worden. Wenn ein so ungewöhnliches Ereignis gerade in der Nacht passiert, in der man es braucht, und Moses tatsächlich nur Glück hatte, dann sollten wir alle auf Moses setzen. Das Timing zeigt, dass Gott seine Hand im Spiel hatte. Drews und Humphreys sind beide der Ansicht, dass nicht die Naturereignisse an sich die Existenz Gottes beweisen, sondern ihr wundersames Timing. Warum dieses ungewöhnliche Ereignis sich gerade an diesem Ort zu dieser Zeit abgespielt hat, kann letztendlich auch die Wissenschaft nicht erklären. Die Wissenschaft kann erklären, wie etwas passiert ist. Die Frage nach dem Warum beantwortet hingegen die Religion. Einige Leute meinen, dass man Wundern die Magie nimmt, indem man sie wissenschaftlich erklärt. Ich denke das nicht. Wir sollten erwarten, dass Gott innerhalb des Universums und mit den Regeln arbeitet, die er selbst geschaffen hat. Für mich widerspricht das keineswegs dem Glauben. In einem Psalm wird gesagt, dass Gott keine Fußspuren im Wasser hinterließ, als er das Rote Meer zurückdrängte. Gott war offensichtlich nicht sichtbar vor Ort. Ihre Arbeit konnte die Kluft zwischen Glaube und Wissenschaft schmälern. Doch selbst diese Forscher räumen ein, dass der Glaube die letzten Lücken schließen muss. Als Wissenschaftler sollte man bescheiden bleiben und sich daran erinnern, dass man nicht mit der Naturwissenschaft ins Übernatürliche vordringen kann. Ich habe die Dynamik von Wind und Wasser untersucht, da Gott laut der Bibel den Wind geschickt und Moses befohlen hat, dort zu sein. Auf seiner Suche nach der verschollenen Bundeslade und dem sich möglicherweise darin befindlichen Gottesbeweis ist Bob Cornuke der Spur von Hinweisen bis nach Nordafrika gefolgt. Anscheinend musste die Truhe nach 300 Jahren ihren heiligen Ruheort auf der Insel Elefantin verlassen und erneut in Sicherheit gebracht werden. Cornuke nimmt an, dass die Truhe den Nil hinunter nach Äthiopien gebracht wurde. Dieser Route folgt er nun. Wir fahren nach Gondar. Bis heute gibt es in dieser Stadt eine jüdische Gemeinde. Die Juden behaupten, dass sie die Nachfahren der Leute sind, die damals die Bundeslade nach Äthiopien gebracht haben. Der jüdische Bevölkerungsanteil beträgt hier weniger als 1%. Doch die bloße Existenz dieser abgeschotteten Gemeinschaft ist noch kein Beweis dafür, dass die Bundeslade diese Stadt passiert hat. Die meisten Experten halten es lediglich für einen Zufall. Akademiker verlachen die Theorie, dass die Bundeslade hier entlang gekommen sein könnte. Vielleicht kann ich Ihnen beweisen, dass Sie zu Unrecht lachen. Wir sind jetzt in der Siedlung Falasha Village in Gondar. Diese Stadt ist wirklich einmalig. Früher hat es hier eine blühende jüdische Gemeinde gegeben. Heute hat der Großteil der Juden die Stadt verlassen. Doch überall sind Zeichen ihrer Gegenwart geblieben. Die jüdische Gemeinde soll sich hier etwa 500 Jahre vor Christus niedergelassen haben. Hier haben wir viele Felsenstücke. Diese Gräber könnten tausende Jahre alt sein. Die Anwohner befolgen die jüdischen Traditionen in fast jeder Hinsicht, mit einer Ausnahme.
Man hält hier Blutopfer ab. Das wird in keiner anderen jüdischen Gemeinde auf der Welt gemacht. Hier findet sowas aber seit Hunderten, wenn nicht Tausenden von Jahren statt. Könnte das ein Hinweis auf die verschollene Bundeslade sein? Kornuk sucht den letzten verbliebenen Rabbi der Falascha-Gemeinde auf. Wie lange leben schon Juden in dieser Gegend? Seit 500 vor Christus. Okay, 500 Jahre vor der Geburt Jesu. Das entspricht auch den Belegen, die ich gefunden habe. Weiß sie von den Blutopfern der Falascha-Juden? Ja. Die äthiopischen Juden haben hier Blutopfer gebracht. Das Blutritual weist auf die Bundeslade hin. Doch Erzählungen sind keine Beweise. Kornuk ist heute nach Gondar gekommen, um biologische Belege zu finden. Er will untersuchen, ob die Juden aus dieser abgesonderten Gemeinde genetische Verbindungen zu den levitischen Priestern aufweisen, die vor 3000 Jahren die Bundeslade beschützt haben. Dürften wir eine Speichelprobe aus ihrem Mund nehmen? Sie ist hoch erfreut, auf ihre DNA getestet zu werden. Kornuk wird eine DNA-Datenbank der ansässigen Juden zusammenstellen. Noch ist fraglich, welche Resultate sie bringen wird. Wenn aber nur eine genetische Verbindung zu den antiken Leviten nachgewiesen werden kann, wäre das eine phänomenale Entdeckung. Wenn wir einen DNA-Abdruck vorlegen können, der diese Leute mit dem damaligen Geschehen verbindet, würde das die Theorie, dass die Bundeslade hierher kam, enorm stützen. Moderne DNA-Analysen könnten einen entscheidenden Hinweis über den Verbleib der Bundeslade liefern. Doch auf der anderen Seite des Globus könnten Wissenschaftler auf eine noch direktere Verbindung zu Gott getroffen sein. Die Suche nach einem wissenschaftlichen Beweis für Gott. Einige versuchen, diesen Beweis im Universum zu finden, andere in den Wüsten Afrikas und im Mittleren Osten. Was aber, wenn das erstaunlichste Indiz gar nicht in Tempeln verborgen liegt? Was, wenn es jeder von uns in sich trägt? Neue genetische Tests haben eine brisante Debatte ausgelöst. Sind wir eventuell genetisch darauf programmiert, an Gott zu glauben? Der renommierte Molekularbiologe Dr. Dean Hamer hat etwas entdeckt, das er das Gottesgen nennt. Ist der Gottesbeweis in unserem DNA-Code verschlüsselt? Seit geraumer Zeit versuchen Wissenschaftler, Gott zu widerlegen. Bislang hat es nicht funktioniert. Und das wird es wohl auch nie. Irgendetwas hat unsere Gehirne darauf ausgerichtet, dass Spiritualität unser Bewusstsein auf diese Art und Weise berührt. Daraus ergab sich für mich die plausible Frage, ob dieser menschliche Wesenszug vielleicht genetische Wurzeln hat. Hamer kam durch Zufall zu diesem Thema. Ich war dabei, die Rolle der Gene hinsichtlich anderer Charaktereigenschaften sowie in Bezug auf die sexuelle Orientierung zu untersuchen. Hier ist bekannt, dass es eine biologische Komponente gibt. Ich verwendete für die Studie einen Persönlichkeitstest, der ein Kapitel zum Thema Selbsttranszendenz enthielt. Hamer definiert den Begriff Selbsttranszendenz als Neigung, eine Welt zu sehen, die die eigene Welt an Größe und Weite übersteigt. Eine spirituelle Welt, die über den physischen Bereich hinausgeht. Es konnte quantitativ nachgewiesen werden, dass die tatsächliche religiöse Ausrichtung eines Menschen hundertprozentig von seiner Umwelt bedingt ist. Die Spiritualität hängt kaum von der Umgebung ab, dafür umso mehr von den Genen. Zum Beispiel beten die Leute wahrscheinlich wesentlich öfter, als sie Sex haben. Hamer hat in einer Querschnittsanalyse die DNA von 2000 Menschen untersucht. Alle Religionen waren vertreten und auch Atheisten. Wir selektierten eine Gruppe von Genen und untersuchten sie nach allem, was mit Selbsttranszendenz in Verbindung steht. Nach verschiedenen Testphasen identifizierte Hamers Team ein bestimmtes Gen, das scheinbar mit starken Gefühlen und Spiritualität in Verbindung steht.
Dieses Gen wird VMAT2 genannt. Die Abkürzung steht für Vesicularer Monoamintransporter. Der Einfachheit halber haben wir es das Gottesgen genannt, da wir annehmen, dass es mit der Empfänglichkeit für Glaubenskonzepte in Verbindung steht. Ist das der Beweis, dass Gott Teil unseres genetischen Codes ist? Interessanterweise ist Spiritualität ein sehr unabhängiges Persönlichkeitsmerkmal. Es unterscheidet sich von Angstzuständen und allem anderen, das wir messen. Es hat eine starke emotionale Komponente, die Leute an die verrücktesten Sachen glauben lässt. Deshalb hatten wir die Kreuzzüge. Deshalb haben wir eine Kirche, die so viel Großartiges, aber auch viel Furchtbares getan hat. Hamer geht davon aus, dass das Gottesgen sich wie eine Droge verhält, da es im menschlichen Hirn Monoamine ausschüttet, die unsere Stimmung und Wahrnehmung beeinflussen. Das Gottesgen hält die Monoamine im Gleichgewicht und beeinflusst unsere emotionalen Reaktionen. Jeder besitzt dieses Gen, genauso wie wir alle Gene für unsere Haarfarbe besitzen. Je nach Genkombination ist es festgelegt, ob man blond oder dunkelhaarig ist. Oder wie hoch oder tief man auf der Selbsttranszendenzskala eingerichtet ist. Je stärker das Gottesgen ausgeprägt ist, umso wahrscheinlicher wird ein Mensch die Gegenwart Gottes spüren. Im Laufe seiner Forschungsarbeit entdeckte Hamer ein weiteres Phänomen. Die Auswirkungen eines stark ausgeprägten Gottesgens können durch halluzinogene Drogen verstärkt oder nachgebildet werden. Psilocybin und LSD leiten das Gehirn in die Irre, da sie Ähnlichkeit zum Neurotransmitter Serotonin aufweisen. Wir nehmen an, dass Bewusstseinsveränderungen, die durch derartige Drogen herbeigeführt werden, dem sehr ähnlich sind, was Menschen während intensiver spiritueller Erfahrungen erleben. Ob es Jesus ist, der durch die Wüste geht, oder Buddha, der unter seinem Baum sitzt, plötzlich erscheint alles etwas andersartig. Hamers Untersuchungsergebnisse lassen vermuten, dass vom Gottesgen beeinflusste chemische Reaktionen für einige der in der Bibel beschriebenen Wunder verantwortlich sein könnten. Zum Beispiel Moses und der brennende Dornenstrauch. Moses war auf einem Trip. Vielleicht war er auf einem Trip, weil Gott aus dem brennenden Busch zu ihm sprach. Oder weil er an diesem Tag einen schlechten Pilz in seiner Suppe gehabt hat. Das kann ich nicht beurteilen. Aber ich weiß mit ziemlicher Sicherheit, dass seine Erfahrungen von der Menge der Monoamine in seinem Gehirn beeinflusst wurden. Ich möchte nicht sagen, dass religiöse Erfahrungen dasselbe sind wie Drogen. Ich sage nur, dass sie sich im Gehirn auf dieselben Bahnen auswirken. Wenn man eine Version des Gottesgens besitzt, das eine größere Spiritualität mit sich bringt, ist das, als hätte man sein gesamtes Leben lang ein kleines bisschen Psilocybin in sich. Es macht das Gehirn ein wenig empfänglicher für diese Art von Gedanken. Als Gläubiger könnte man jetzt sagen, das beweist, dass Gott uns so geschaffen hat, dass wir ihn verstehen können. Und das beweist seine Existenz. Als Atheist könnte man sagen, das zeigt, dass sich unser Gehirn Gott ausmalt. Das sind nur chemische Reaktionen. Es gibt keinen Gott. Wenn es aber nicht dazu da ist, um uns mit Gott zu verbinden, warum würde sich dann so etwas wie ein Gottesgen überhaupt entwickeln? Einige Biologen nehmen an, dass es in früheren Zeiten Mitgliedern eines Stammes, die einen gemeinsamen Gott oder mehrere Gottheiten anbeteten, dabei half, sich gegenseitig zu beschützen. Ein stark ausgeprägtes Gottesgen könnte also von evolutionärem Vorteil gewesen sein. Zudem zeigt die Wissenschaft auch einen physischen Vorteil auf. Es gibt heute viele Statistiken, die zeigen, dass gläubige Menschen tendenziell länger leben und sich etwas schneller von Krankheiten erholen. Es gibt eine Reihe möglicher Gründe, warum diese Gene nicht im Laufe der Evolution ausgesondert wurden. Was oder wem wir diesen evolutionären Vorteil verdanken, muss noch herausgefunden werden. Zumindest wirkt er sich auf einen Bereich aus, in dem Wissenschaftler und Gläubige eng zusammenarbeiten, um einen Durchbruch zu erzielen. Wissenschaft und Glaube haben sich lange gegenseitig bekämpft.
Jedes Mal, wenn die Probe auf Sechs-Sempel gemacht wurde, hatte die Wissenschaft recht. Nein, die Erde bildet nicht den Mittelpunkt des Universums. Sie kreist lediglich um die Sonne. Ja, wir stammen von anderen Tieren ab und sind erst im Laufe der Evolution entstanden. Aber der Glaube beantwortet die emotionalen Bedürfnisse der Menschen. Und zwar mit Recht. Die Wissenschaft kann das Bewusstsein der Menschen nicht auf die Art und Weise verändern, wie es der Glaube kann. Wird die Wissenschaft je die Ursprünge des menschlichen Bewusstseins erklären können? Oder bleibt diese Frage dem Glauben überlassen? Eine Gruppe wissenschaftlicher Pioniere erforscht hinsichtlich dieser Frage einen der rätselhaftesten Orte der Welt. Schon immer hatten die Menschen ein instinktives Verlangen, sich ihre Herkunft zu erklären. Jahrhundertelang führte die Suche nur zu einer Antwort: Gott. Im Laufe des letzten Jahrhunderts warf die voranschreitende Wissenschaft immer mehr Fragen und Zweifel diesbezüglich auf. Heute finden Wissenschaft und Glaube zusammen, um die größte aller Fragen zu klären. Gibt es einen Gott? Während sich einige auf die Suche nach Reliquien begeben, um die Existenz Gottes mit Hilfe der Bibel zu beweisen, vermutet dieser Forscher, dass wir dem Gottesbeweis wesentlich näher sind, als wir denken. Er untersucht die innersten Funktionen des menschlichen Gehirns. Dr. Andrew Newberg, Leiter des Forschungsinstituts für integrative Medizin an der Thomas Jefferson University, untersucht, was im menschlichen Gehirn vor sich geht, wenn es über Gott und die spirituelle Welt nachsinnt. Wir befinden uns an einem sehr interessanten Punkt in der Forschung. Zum ersten Mal können wir die Wissenschaft und die Religion auf einmalige Art zusammenbringen, indem wir unser spirituelles Denken mit Blick auf die Gap Junctions in unserem Gehirn untersuchen. Anhand von strahlungsarmen Gehirntomographien ist Newberg in der Lage, die physischen Veränderungen im Gehirn zu beobachten, während ein Mensch betet oder meditiert. Wir haben Menschen unterschiedlicher Glaubensrichtungen gescannt, die ihren spirituellen Praktiken schon seit vielen Jahren nachgehen. Anfänglich haben wir mit tibetischen Buddhisten zusammengearbeitet, die sehr meditationserfahren waren. Wir haben auch verschiedene Nonnen gescannt, die ihrem Glauben seit über 50 Jahren aktiv nachgehen. Mit Hilfe der Scanners haben wir ein Bild von ihrem Gehirn gemacht, wenn sie sich ausruhen. Und ein anderes Bild, wenn sie meditieren oder beten. Am meisten scheint bei diesen Praktiken der Frontallappen angesprochen zu werden, der sich direkt hinter der Stirn befindet. Dieser Teil des Gehirns wird gewöhnlich eingeschaltet, wenn wir uns auf etwas konzentrieren. Seine Scans zeigen, dass der Frontallappen so stark aktiviert wird, als würden wir uns mit einer komplizierten mathematischen Rechnung auseinandersetzen. Die tibetischen Mönche weisen eine erhöhte Aktivität der Sehrinde auf, wenn sie sich auf sakrale Gegenstände konzentrieren. Bei den Nonnen konnten wir während ihrer Gebete keine Aktivität im visuellen Kortex sehen. Dafür wurde bei ihnen der verbale Kortex erhöht beansprucht. Das macht Sinn. Schließlich ist das christliche Gebet eine verbale Praktik. Doch der Scan brachte auch einen anderen überraschenden Befund. Wir haben zudem untersucht, was sich im Bereich des Parietallappens abspielt, der sich im hinteren, oberen Teil des Gehirns befindet. Interessanterweise beruhigte sich dieser Bereich, während die Leute beteten oder meditierten. Der Parietallappen liegt in dem Bereich unseres Gehirns, der unser unmittelbares physisches Umfeld wahrnimmt und überwacht. Indem Dr. Newberg beobachtete, wie dieser Bereich langsam inaktiv wurde, wurde er Zeuge davon, wie seine Probanden den bewussten Bezug zu ihrer Umgebung verloren und eins mit dem Universum wurden. Das Gehirn bestätigt den Menschen in seinem Gebet, indem es den Parietallappen aus- und den Frontallappen anschaltet. So kommt es, dass der Mensch diesen Zustand erfährt, bei dem er sich selbst und seine normale Wahrnehmung von Raum und Zeit verliert. Beweisen die Scans die Existenz Gottes?
Angenommen, ich scanne eine Nonne, die während ihres Gebets die Gegenwart Gottes spürt. Der Scan zeigt mir anhand ihres Gehirns, was sie in der gefühlten Gegenwart Gottes empfindet. Er zeigt aber nicht, ob Gott tatsächlich im Raum anwesend ist. Relevant für diese Studie ist, dass es genau diese Momente sind, von denen Menschen sagen, dass sie Gott oder eine Kraft, die das Universum zusammenhält, gefunden haben. Hier spüren sie diese allumfassende Verbindung, die wir in unserer alltäglichen Realität nicht wahrnehmen. Newbergs Ergebnisse legen die Vermutung nahe, dass die biologische Konfiguration des Gehirns darüber entscheidet, ob ein Mensch einem spirituellen Glauben anhängt oder nicht. Also wurden auch Atheisten gebeten, im Scanner über Gott nachzudenken. Als wir das Gehirn eines Atheisten betrachteten, der über Gott nachdachte, konnten wir in seinem Frontallappen kaum einen Anstieg der Aktivität erkennen. Ganz im Gegenteil zum Beispiel zu den Nonnen, die während ihres Gebets stark auf Gott fokussiert waren. Wir haben das so interpretiert, dass sich der Atheist einfach nicht mit dem Gedanken an Gott identifizieren und ihn deshalb auch nicht greifen kann. Probanden, die geübt in der Meditation waren, wurden gebeten, sich in einen tranceartigen Zustand zu versetzen. Die Resultate zeigten deutliche Unterschiede zu den Nonnen und Mönchen, die sich in einem ähnlichen, aber religiösen Trancezustand befanden. Entweder wollten sie einfach nicht an Gott denken oder es bereitete ihnen Schwierigkeiten. Vermutlich wurde ihr Frontallappen nicht richtig eingeschaltet, weil sie den Gedanken an Gott nicht wirklich begreifen können. Sie können sich nicht so intensiv darauf konzentrieren wie jemand, der tatsächlich an Gott glaubt. Wurden die Gehirne gläubiger Menschen biologisch auf den Glauben an Gott programmiert? Gibt es einen Gott oder gibt es keinen? Was steckt wirklich hinter unserer Wirklichkeit? Wenn wir schlafen, halten wir die Traumwelt für real. Dann wachen wir auf und stellen fest, dass es nur ein Traum war. Wenn Menschen tiefgreifende spirituelle Erfahrungen machen, stellen sie die Realität dieser Erfahrung über das, was uns alltäglich umgibt. Sie stufen die weltliche Realität zurück, genauso wie wir unsere Träume zurückstufen. Bedeutet das, dass Gott ausschließlich in unseren Köpfen existiert? Oder öffnet der Frontallappen das Tor zu einer höheren Macht? Gibt es etwas außerhalb unseres Gehirns, das wir nicht auf den Scans sehen, aber doch irgendwie beweisen könnten? Das ist die kritische Frage, die sich mir im Moment stellt. Es ist absolut nicht verkehrt, weiterhin Fragen zu stellen. Während die Suche nach dem Allmächtigen im menschlichen Gehirn weitergeht, suchen andere nach greifbaren Beweisen für die Gegenwart Gottes auf der Erde. In Äthiopien jagt Bob Cornuk einem der heiligsten Artefakte hinterher, die in der Bibel erwähnt werden, der verschollenen Bundeslade. Die goldene Truhe soll die Steintafel mit Moses 10 Geboten aufbewahrt haben. Sie gilt seit Tausenden von Jahren als verschollen. Ihre Entdeckung würde den Wahrheitsgehalt des Alten Testaments in vielen Teilen bekräftigen und vielleicht sogar eine direkte Verbindung zu Gott herstellen. Cornuk ist den Nil entlang bis zu seinem Ursprung gereist, zum Tanasee. Wir haben eine dreistündige Bootsfahrt über den See vor uns. Häufige Stürme und krokodilverseuchte Gewässer lassen dies zu einer heimtückischen Überfahrt werden. Möglich, dass die jüdischen Priester denselben Weg mit der Truhe zurückgelegt haben, da der menschenfeindliche See mögliche Feinde abzuschrecken versprach. Der abgelegene Ort wäre ein ideales Versteck für das geheiligte Artefakt gewesen. Dieser See hat eine gewaltige Größe und es befinden sich einige interessante Inseln darin. Vielleicht finden wir hier die fehlenden Hinweise zur Lösung des Rätsels. Etwa 50 Kilometer von der Küste entfernt liegt eine abschreckende felsige Insel. Die 12 Meter hohe Felswand könnte als Grenzwall gedient haben, um die Truhe zu schützen und mögliche Diebe einzuschüchtern. Diese Insel trägt den Namen Tanakirkos. Sie sieht wirklich aus wie eine Festung. Diese Felswand hätte wohl kaum jemand erklimmen können, um die Bundeslade zu stehlen. Tanakirkos wird von Mönchen bewohnt, die Fremden gegenüber sehr skeptisch gesinnt sind. Sie bewachen ein geheimes Lager von seltenen Artefakten, die beweisen könnten, dass die Bundeslade über 800 Jahre lang auf dieser Insel versteckt wurde.
Einige dieser Schätze sind noch nie zuvor von Fremden gesehen worden. Cronook hat die Insel zuvor schon einmal besucht, um das Vertrauen der Mönche zu gewinnen. Er ist fest entschlossen, Zugang zu den Artefakten zu erlangen. Dies ist Abba Gabriel. Wir sind gute Freunde geworden. Er wird hier als Heiliger betrachtet und von Tausenden von Menschen verehrt. Wir werden sein Dorf besuchen und die Artefakte sehen. Vielleicht stellt sich heraus, dass sie direkt mit der Bundeslade in Verbindung stehen. Die Relikte liegen sicher in einem Bunker unter Verschluss. Wir stehen hier vor einer Tür, hinter der wahre Schätze aufbewahrt werden. Es heißt, dass sich darunter Königskronen und andere Gegenstände befinden, die von Jerusalem aus mit der Bundeslade hierher gebracht worden sein sollen. Diese Gegenstände offenbaren Gottes Gegenwart. Es soll sich bei diesen Gegenständen um Artefakte handeln, die bei den Blutritualen verwendet wurden. Diese galten als göttliche Opfergaben und wurden nur in Gegenwart der Bundeslade durchgeführt. Das wichtigste Relikt, der Goma. Eine antike Schale, mit der man das Blut des geopferten Tieres aufgefangen haben soll. Sie sagen, dass man damit das Blut aufgefangen hat. Man hat es gerührt, um es nicht gerinnen zu lassen. Dann hat man es auf die Menschen gesprüht, damit ihnen vergeben wurde. Abschließend sprenkelten sie es auf die Bundeslade. Die Mönche lassen nicht zu, dass die Reliquien die Insel verlassen. Das erschwert die wissenschaftliche Authentifizierung. Doch Cornuke ist der Ansicht, dass die Artefakte mit den Werkzeugen übereinstimmen, die laut der Bibel bei den Blutritualen verwendet wurden. Sie sind zwar noch kein eindeutiger Beweis dafür, dass die Bundeslade diesen Weg genommen hat, aber sie bekräftigen diese Theorie. Die Schwierigkeit liegt darin, dass niemand mit Sicherheit feststellen kann, ob es sich um einen Gegenstand aus der Bibel handelt. Sie passen genau auf die Beschreibung der Bibel. Auf dieser Insel passen all die einzelnen Puzzlestücke der Geschichte plötzlich zusammen. Tana Kirkos hält noch mehr Beweisstücke bereit. Wir stehen nun auf der Klippe. Beide Seiten führen steil ins Wasser hinunter. Sie zeigen mir gerade ein Loch, das in den Stein gemeißelt wurde. Sie sagen, dass es eine der vier Zeltstangen gehalten hat. Bei dem Zelt soll es sich um den Tabernakel gehandelt haben. Diese beiden Steine hier haben zwei weitere Zeltstangen gehalten. Die Mönche haben sie aus dem Granitblock herausgeschlagen und hierher gebracht. Sie sind ein Andenken an die Zeit, als die Bundeslade noch in dem Tabernakel ruhte. Diese Funde unterstützen die Theorie, dass die Bundeslade damals auf diese Insel gebracht wurde. Während Cornuke nach einem greifbaren Gottesbeweis sucht, flehen überall auf der Welt Gläubige Gott an, erhört zu werden. Sie brauchen etwas, das sie vom Krebs heilt. Wo die Medizin versagt hat, könnte dieser Wunderheiler aus Texas die Rettung sein. Seine Resultate sind erstaunlich. Werden unsere Gebete tatsächlich von Gott erhört oder haben sie lediglich einen Placebo-Effekt? Auf der Suche nach der Existenz Gottes untersuchen Neurowissenschaftler die komplexe Wechselbeziehung zwischen Spiritualität und dem menschlichen Gehirn. Anhand von Computertomographien hat Dr. Andrew Newberg die chemischen Veränderungen im Gehirn von betenden und meditierenden Probanden untersucht. Seine Forschungsreihe hat ergeben, dass bei religiösen und spirituellen Erfahrungen der Frontallappen aktiviert wird. Besitzt das Gehirn die Kraft zu heilen? Seit den frühesten Tagen der Menschheit hat man an die heilende Kraft des Gebets geglaubt. Seit Jahrhunderten gibt es Wunderheiler, die aus diesem Phänomen Profit schlagen. Die meisten von uns sind diesen Praktiken gegenüber eher skeptisch eingestellt. Dennoch werfen die erstaunlichen Resultate vereinzelter Wunderheiler die Frage auf, ob dort nicht doch etwas wahrhaft Wunderliches passiert. Massen von Menschen warten und flehen, von Dr. Isam Nemi gesehen zu werden. Sie alle glauben, dass Gott durch die Hand dieses Mannes wirkt. Das war wirklich der Segen und das Wunder Gottes. Dr. Nemi war Narkosefacharzt, bevor er zum Wunderheiler wurde.
Wenn ich mich als Wunderheiler bezeichnen würde, würde das bedeuten, dass ich derjenige bin, der heilt. Doch das ist nicht der Fall. Er bezeichnet sich selbst als einen Kanal, durch den die Heilung vollzogen wird. Mein Tun beweist die Existenz Gottes. Er sieht seine Heilungen als Beweis dafür an, dass Glaube und Wissenschaft Hand in Hand arbeiten. Ich könnte Gott und die Wissenschaft nicht getrennt betrachten. Wenn ich Leute behandle, müssen sie gar nicht wissen, dass ich dabei bete. Viele Patienten, die Dr. Nemi aufsuchen, haben erfolglos alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft. Ich habe Eierstockkrebs. Was die Medizin und die Medikamente angeht, habe ich die Endphase erreicht. Ich hatte 3 Operationen. Jetzt hoffe ich auf ein Wunder. Diese Prognose lässt wenig Raum für Hoffnung. Doch Dr. Nemi konnte in der Vergangenheit einer Reihe von ähnlichen Fällen tatsächlich zur Heilung verhelfen. Kathy Kueck. Diagnose: Lungenkrebs. Ich werde nie vergessen, wie Dr. Nemi für mich betete. Zuerst über meiner Schulter und dann an meinem Brustkorb. Plötzlich öffneten sich meine Lungen wie noch nie zuvor in meinem Leben. Frische Luft strömte durch sie hindurch. Ich atmete immer wieder tief ein und aus. Ich konnte es nicht fassen. Sie kam mit der richtigen Einstellung. Deshalb konnte sie so schnell geheilt werden. Eine Woche nach dem Besuch bei Dr. Nemi offenbart der Scan bei Kathy Kueck eine erstaunliche Entwicklung. Der Tumor ist verschwunden. Ihr Onkologe hat dafür keine medizinische Erklärung. Er meinte, so etwas konnte ich noch nie einem Patienten sagen. Der Tumor ist weg. Kathy, es ist ein Wunder geschehen. Lassen Sie sich von niemandem etwas anderes erzählen. Scheinbar wurde Kathy Kueck durch ein Wunder geheilt. War dieses lebensrettende Phänomen ein Zeichen von Gottes Gnade? Oder war es ein Placebo-Effekt, der das Gehirn dazu brachte, den Körper zu heilen? Wenn Menschen in einen spirituellen Zustand übergehen, verändern sich auch ihr Körper und ihr Gehirn. Das verändert unter Umständen die Art und Weise, wie ihr Immunsystem funktioniert oder wie ihr Körper auf verschiedene Dinge reagiert. Viele Wissenschaftler negieren den Placebo-Effekt als etwas, das nicht der Wahrheit entspricht. Aber unser Gehirn ist ein leistungsstarker Mechanismus, der unseren Körper verändern kann. Noch kann die Wissenschaft nicht eindeutig feststellen, ob es sich bei Kueks Heilung um die Gnade Gottes oder um die ihres Gottesgehens handelte. Es bleibt der persönlichen Sicht überlassen, ob man die dramatischen Resultate der Wunderheiler für einen Gottesbeweis oder für einen Placebo-Effekt halten möchte. Seit Jahrhunderten suchen Forscher und Experten rund um den Globus nach verschollenen Reliquien, die biblische Erzählungen und die Existenz Gottes belegen. Die Suche nach der verschollenen Bundeslade hat Bob Cornuk nach Nordäthiopien geführt. Auf der Insel Tanakirkos findet er wichtiges Beweismaterial, welches seine Theorie stützt, dass die Bundeslade in dieser Gegend aufbewahrt wurde. Zu den Beweisstücken gehört auch ein jahrhundertealtes Schriftstück, das Cornuk nun zum ersten Mal sehen darf. Dieses Buch ist 1700 Jahre alt. Es wurde aus Tierhäuten hergestellt. Das Buch beinhaltet ein überraschendes Bild, welches beweisen könnte, dass die Bundeslade hierher gebracht wurde. Als ich mir das Buch angesehen habe, ist mir dieses einmalige Bild aufgefallen. Es zeigt Maria und Jesus, wie sie nach Tanakirkos kommen. Warum sollte Jesus zu dieser Insel reisen? Aber denken Sie mal darüber nach. Jesus war 12 Jahre alt, als er aus seinem Exil in Ägypten nach Jerusalem zurückkehrte. Zuallererst ging er in den Tempel. Später sagte er zu seinen Eltern: Wo hättet ihr mich denn sonst erwartet? Laut der Zeichnung kam er zu dieser Insel. Damals gab es hier einen tragbaren Tempel, und zwar in Form des Tabernakels, das die Bundeslade enthielt. Wir haben hier einen schriftlichen Beweis, der 1700 Jahre alt ist. Die Geschichte von Tanakirkos wurde durch viele Generationen überliefert und bestätigt den Inhalt dieser antiken Quelle. Sie glauben daran, dass Jesus hier war.
3 Monate und 10 Tage. Darüber wurde in diesen Büchern geschrieben? Ja, die heilige Maria und Jesus. Maria und Jesus auf dem Bild. Das Bild und die Berichte. Das altertümliche Bild könnte eine monumentale Entdeckung sein. Wenn Jesus tatsächlich zu dieser abgelegenen Insel gereist ist, würde das beweisen, dass sich etwas äußerst Wichtiges auf der Insel befunden hat. Während Kornuk der verschollenen Bundeslade immer näher zu kommen scheint, suchen andere weiterhin im menschlichen Gehirn nach einem Beweis der Existenz Gottes. In den letzten 50 Jahren haben sich immer mehr Wissenschaftler mit der Frage aller Fragen beschäftigt. Kann man Gott physisch beweisen? Kosmologen suchen im Universum nach Hinweisen auf einen möglichen Gottesbeweis. Neurowissenschaftler untersuchen mithilfe modernster Techniken das menschliche Gehirn nach Indizien, die für einen Schöpfer sprechen. Sie erforschen, inwiefern unsere Beziehung zu Gott in unserem Gehirn biologisch angelegt sein könnte. 1962 unternimmt ein Harvard-Doktorand ein gewagtes Experiment, um zu untersuchen, ob gewisse Substanzen im Gehirn unsere Wahrnehmung von Gott verändern können. Es wurde als das Marsh-Chapel-Experiment bekannt. Ziel des Experiments war, zu untersuchen, ob ein Gläubiger die wahrhaftige Gegenwart Gottes spürt, wenn man seinem Gehirn ein Halluzinogen zufügt. Das Experiment wurde an der Harvard University durchgeführt, als Timothy Leary noch dort war. Leary stellte eine Gruppe von Theologiestudenten zusammen, die also bereits einen spirituellen Weg eingeschlagen hatten. Er teilte sie in 2 Gruppen auf. Einer Gruppe gab er Psilocybin, ein sehr starkes Halluzinogen. Psilocybin löst Halluzinationen aus, indem es den Serotoninspiegel im Frontallappen verändert, wo sich das emotionale Kontrollzentrum des Gehirns befindet. Dieser Bereich wird auch beim und Meditieren aktiviert. Einer anderen Gruppe gab er ein Betäubungsmittel, was sie leicht benebelte, aber keine Halluzinationen auslöste. Dann sind sie alle in die Harvard-Kapelle gegangen, wo ein sehr bekannter Priester die Karfreitagsmesse hielt. Die Studenten, die lediglich ein Placebo eingenommen hatten, berichteten, dass sie die Messe wie jeden anderen Gottesdienst wahrgenommen haben. In der anderen Gruppe hatten hingegen viele eine Erfahrung der Selbsttranszendenz. Sie hatten während der Messe das Gefühl, mit Gott in direkter Verbindung zu stehen. Als Leary die Studenten mehrere Wochen später fragte, ob und wie sie sich an das Ganze erinnern, stellte sich heraus, dass diese Gruppe es noch immer als eine unheimlich wichtige, transformative, lebensverändernde Erfahrung sah. Während es für die andere Gruppe eine Messe wie jede andere gewesen ist. Tatsächlich hatte die Erfahrung für diejenigen, die das Halluzinogen Psilocybin eingenommen hatten, einen lang anhaltenden Effekt. In einer 20 Jahre später durchgeführten Anschlussstudie betrachteten viele der Testpersonen das Erlebnis noch immer als eine tiefgreifende Erfahrung. Das einmalige Gefühl, mit Gott direkt verbunden zu sein, hatte seine Wirkung über die Jahre nicht verloren. Diese Resultate untermauern die Untersuchungsergebnisse, die Dr. Newberg bei seiner Gehirntomographie-Studie erhielt. Beide Studien belegen, dass unsere Wahrnehmung von Gott mit den Funktionen des Frontallappens in Verbindung steht. Zudem zeigen sie, dass eine spirituelle Erfahrung durch hochkonzentriertes Beten, Meditieren und durch die Einnahme von bewusstseinserweiternden Drogen intensiviert werden kann. Rufen diese Erfahrungen nur die Illusion hervor, mit einer höheren Macht in Verbindung zu stehen? Oder sprechen sie einen Bereich des Gehirns an, der von unserem Schöpfer darauf ausgerichtet wurde, mit ihm in Verbindung zu treten? Auf der anderen Seite der Welt ist Bob Kornuk auf seiner Jagd nach der verschollenen Bundeslade auf entscheidende Beweise gestoßen. Die Spur von Indizien hat ihn den Nil hinunter zu den jüdischen Siedlungen nahe der Stadt Gondar und weiter zum Tanasee geführt, wo er auf der Insel Tanakirgos auf überraschende Beweise getroffen ist. Diesen Hinweisen und einer alten äthiopischen Legende folgend reist Kornuk zu einer Kleinstadt im Norden Äthiopiens. Dies ist die letzte Etappe meiner langen Reise. Warum bin ich am Ende gerade in Aksum gelandet? Aksum ist nicht immer eine kleine ländliche Stadt gewesen. Vor etwa 1500 Jahren war es die pulsierende Hauptstadt des Aksumitischen Reiches. Ein Nationalstaat, der den Handel in Nordafrika dominierte und mit seiner Macht Rom Konkurrenz machte.
Die Könige von Axum liebten es, ihren Reichtum aufwendig zur Schau zu stellen und sammelten Schätze aus der ganzen Welt. Im 4. Jahrhundert nach Christus sollen die Machthaber von Axum die größte Trophäe der christlichen Welt beschlagnahmt haben. Ezana ist auf die Insel Thanakirkos gereist, hat die Bundeslade an sich gerissen und sie hierher gebracht. Als Kornuk die Ruinen der Kirche betritt, die von Ezana gebaut wurde, sieht er den Beweis direkt unter seinen Füßen. Die Steine scheinen aus dem 4. Jahrhundert zu stammen. Die Inschrift berichtet vom Raub der Bundeslade und ihrem triumphalen Empfang in Axum. Dies sind die Grundsteine der ältesten Kirche unterhalb der Sahara. Hierhin hat König Ezana im 4. Jahrhundert die Bundeslade gebracht. Die Mönche haben mir erzählt, dass dies die verbliebenen Bodenstücke sind, auf denen die Truhe mehrere Jahrhunderte lang gestanden hat. Die archäologischen Funde zeigen, dass hier einst eine stattliche Basilika stand. Die Konstruktion war für die Aufbewahrung eines sakralen Artefakts bestens geeignet. Man kann an den Einkerbungen dieser Steine noch sehen, dass die Kirche einmal reich an Verzierungen war. Das war nicht einfach nur eine nüchterne Kirche. Dies hier war wahrscheinlich das Taufbecken. Es könnte auch ein Wasserbecken für die Priester gewesen sein, an dem sie sich gewaschen haben, bevor sie hinein zur Bundeslade gingen. Die Kirche wurde im 16. Jahrhundert von muslimischen Invasoren geplündert. Örtliche Überlieferungen geben an, dass die Bundeslade von ihren treuen Beschützern gerettet und eine Zeit lang versteckt wurde. Schließlich soll sie in der Kirche St. Maria von Zion untergebracht worden sein. 1965 wurde die Kirche zu einer Kathedrale umgebaut. Ein Gotteshaus mit der Widerstandsfähigkeit eines Bunkers. Die Äthiopier sagen, dass sich die Bundeslade heute genau dort befindet. Und ich glaube das auch. Die Einheimischen geben an, dass sich die Bundeslade mit den 10 Geboten in einer äußerst gut gesicherten Katakombe befindet. Eine Gruppe passionierter Gläubiger bewacht die sakrale Lagerstätte Tag und Nacht. Die Freiwilligen sind bewaffnet und fest entschlossen, das heilige Artefakt mit allen Mitteln zu verteidigen. Er sagt, dass er die Kirche seit 6 Jahren bewacht. Es herrschen strenge Sicherheitsvorschriften. Sollte es dennoch jemandem gelingen, die bewaffneten Wächter zu passieren, erwartet ihn ein zweites Sicherheitssystem. Das ist nicht nur ein großes Gebäude mit ein paar Heiligtümern im Hinterzimmer. In diesem Bau befindet sich eine Reihe von Gängen und Korridoren, wie ein Labyrinth. Die Korridore sollen aus Beton gebaut sein. Angeblich wurden sie sehr eng angelegt und mit scharfen rechten Winkeln versehen, was es Dieben unmöglich macht, mit einem großen, sperrigen Gegenstand wie der Bundeslade zu entkommen. Doch ihr größter Schutz ist wahrscheinlich ihr eigener Ruf. Die Äthiopier glauben, dass von der Bundeslade übernatürliche Kräfte ausgehen und man tot umfällt oder bei lebendigem Leibe verbrannt wird, wenn man ihr nicht mit reinem Herzen gegenübertritt. Sie glauben, dass die Kräfte dieser Truhe jenseits unserer Vorstellung liegen. Es wird berichtet, dass vor wenigen Jahren 3 Mönche in die Kammer geschlichen und vor die Bundeslade getreten sind. Ein Mann ist auf der Stelle gestorben, ein anderer 2 Wochen später. Als ich von dem Todesfall hörte, bin ich sofort hierher geflogen. Ich bin mit der Familie zu seinem Grab gegangen. Der dritte Mann konnte nur noch sehr schlecht sehen. Er lebt heute noch. Ich denke, dass die Bundeslade keine übernatürlichen Kräfte besitzt, aber eine große Kraft auf unsere Gedanken ausüben kann. Diese Menschen wurden seit ihrer Geburt mit diesen Vorstellungen indoktriniert. Ihnen wurde stets erzählt, dass die Truhe unglaubliche Kräfte besitzt. Es ist nur einem einzigen Menschen auf der Welt erlaubt, die Bundeslade mit eigenen Augen zu sehen. Ist dieser Mann der Schlüssel zu Gottes Macht auf Erden? Rund um die Welt sind Wissenschaftler auf der Suche nach Indizien, welche die Existenz Gottes physisch beweisen. Ihre Suche reicht von den chemischen Funktionsweisen des menschlichen Gehirns zu weit entfernten Galaxien im Universum. Nun könnte die Entdeckung der wohl wichtigsten Reliquie des Alten Testaments alle wissenschaftlichen Ergebnisse in den Schatten stellen.
Ihre Entdeckung könnte die Existenz Gottes ein für allemal beweisen. Für Bob Cornuk ist es die Suche seines Lebens. Seine jahrelange Recherche hat ihn zu dieser Kirche in Nordäthiopien geführt. Er vermutet, dass sich hinter ihren Pforten der wichtigste archäologische Fund der Geschichte befindet, die verschollene Bundeslade. Es heißt, dass dieser in völliger Abgeschiedenheit lebende Geistliche als einziger Mensch die Bundeslade zu Gesicht bekommen darf. Die Gläubigen nennen ihn den Wächter. Der Wächter ist der Hüter der Truhe. Er darf diese Stätte zu keiner Zeit verlassen und verbringt sein ganzes Leben hinter diesen Gittern. Würde sich die Bundeslade nicht innerhalb dieser Mauern befinden, würden sich dort wohl kaum seit Jahrhunderten Wächter freiwillig in Isolationshaft begeben. Der Wächter spricht nur äußerst selten mit Fremden. Nach langen Unterredungen wurde Cornuk eine kurze Begegnung mit dem Mönch gewährt. In diesen seltenen Aufnahmen sieht man den Mönch auf der Rückseite der religiösen Stätte, wie er sich durch ein Tor hindurch mit Cornuk unterhält. Erlaubt es Ihr gesundheitlicher Zustand, in Gegenwart der Bundeslade zu beten? Geht es Ihnen gut? Er sagt, dass er betet. Sie beten. Nach nur wenigen Minuten verabschiedet sich der Wächter und kehrt auf seinen Posten zurück. Bob Cornuk ist nur wenige Meter von dem möglichen Ruheort der Bundeslade entfernt. Doch vorerst wird er ihr nicht näher kommen. Ich habe seine Hand gehalten und ihm in die Augen gesehen. In dieselben Augen, die möglicherweise die Bundeslade zu sehen bekommen. Cornuk hofft, dass sein neuerlicher Zugang zu dem Wächter und seine fortwährende Beziehung zu den Ältesten Axums ihm eines Tages die Möglichkeit bieten, die Bundeslade mit eigenen Augen zu sehen. Die Bundeslade ist die Perle der Archäologie. Wenn mir jemand anbieten würde, die Bundeslade zu sehen, würde ich keinen Moment zögern. Die Bundeslade wäre der größte archäologische Fund der Geschichte. Die Suche nach einem physischen Gottesbeweis reicht von den größten Objekten des Universums zu den kleinsten. Grenoble, Frankreich. Hier gibt es ein gewaltiges Labor, das sich mehr als 150 Meter unter der Erde befindet und über die Grenzen zweier Länder erstreckt. In dieser hochmodernen Einrichtung wird eine weitere Spur auf der Suche nach dem Gottesbeweis verfolgt. Es handelt sich um ein kleines subatomares Teilchen, genannt das Gottpartikel, das unter Physikern als das Higgs-Boson bekannt ist. Es könnte das fehlende Bindeglied zur Lösung des Rätsels sein. Seine Entdeckung könnte unser Verständnis vom Universum grundlegend ändern und in der Debatte über die Existenz Gottes neue Pforten öffnen. Es gibt zwei Arten von Teilchen, Materiepartikel und Kräftepartikel. Kräftepartikel schließen sich zu quantitativen Gruppen zusammen, die wir Bosonen nennen. Viele Teilchenphysiker vertreten die Theorie, dass das Higgs-Boson dafür verantwortlich ist, dass sich im Universum aus Materie Masse bildet. Das Higgs-Boson unterscheidet sich grundlegend von allen anderen Elementarteilchen. Seine besondere Eigenschaft liegt darin, dass es auch in leeren Räumen anwesend ist. Es verhilft anderen Partikeln dazu, sich zu bewegen. Und das ist letztendlich der Grund, warum Teilchen wie Elektronen und Quarks Masse akquirieren können. Die beste Analogie für die Akquirierung von Masse wäre wohl Wasser oder Luft. Beides leistet einen gewissen Widerstand, wobei der Widerstand von Luft sehr gering ist. Man kann sich leicht und schnell durch sie hindurch bewegen. Wasser hingegen bremst die Bewegung erheblich ab, da es mehr Widerstand leistet. Das ist genau das, was das Higgs-Boson mit allen Teilchen in der Natur anstellt. Wenn die Physiker es schaffen, dieses Elementarteilchen experimentell nachzuweisen, könnte dies der Schlüssel zum Rätsel des Urknalls und der Entstehung des Universums sein. Für die Untersuchung subatomarer Teilchen verwenden Physiker Partikelbeschleuniger. Für die Untersuchung des Gottpartikels hat man den größten der Welt gebaut. Es handelt sich um eine 27 Kilometer lange ovale Bahn, genannt Großer Hadronenspeicherring. Für die Konstruktion waren die kompliziertesten und präzisesten Maschinen nötig, die je von Menschen gebaut worden sind.
Wir nehmen Protonen und beschleunigen sie so stark, dass sie beinahe Lichtgeschwindigkeit erreichen. In diesem Bereich zählt nicht mehr die genaue Geschwindigkeit, sondern die gewonnene Energie. Diese Partikel haben nun über 1000-mal mehr Energie als in ihrem Ruhezustand. Zwei beschleunigte, energieakkumulierende Protonenstrahlen werden auf Kollisionskurs gesetzt. Wenn sie zusammentreffen, werden sie durch den starken Aufprall kaskadenförmig in kleinere Einzelteile zerschmettert, darunter auch in unterschiedliche Arten von Bosonen. Die Kollision von Protonen ist so energetisch, dass man eine große Explosion in viele unterschiedliche Teilchen erhält. Protonen beinhalten ebenfalls Quarks und Gluonen. Diese Einzelteile kollidieren beim Aufprall und ergeben eine umso größere Teilchendusche. Die Konstruktion besitzt in ihrem Inneren einen Mechanismus, der die meisten Partikeltypen ermitteln und messen kann, die in diesen Kollisionen freigesetzt werden. Die Entdeckung dieses Partikels könnte zu der sogenannten Weltformel führen, die den Ursprungsmoment der Schöpfung erklären könnte. Die Weltformel könnte uns dabei helfen, den Urknall zu erklären und zu verstehen, was sich in diesem Moment abgespielt hat. Überall auf der Welt überschreiten Wissenschaftler bei ihrer Suche nach Gott alte Grenzen und dringen in neues Terrain vor. Der Bau des großen Hadronenspeicherrings ist ein Meilenstein in der Erforschung des Urknalls. Wenn die Wissenschaft erklären könnte, wie es zum Urknall kam, würde sich vielleicht auch ein möglicher Beweis für die Existenz Gottes daraus ergeben. Der Speicherring lässt Strahlen von beschleunigten subatomaren Partikeln kollidieren. Diese energetischen Zustände ähneln denen, die kurz nach dem Urknall geherrscht haben müssen. Wissenschaftler können so die kleinsten Bestandteile von Materie und Energie erforschen. Laut Einstein verhält sich die Energie proportional zur Masse. Um größere Teilchen zu produzieren, müsste man also größere Maschinen anfertigen. Ziel ist es, das Higgs-Boson experimentell nachzuweisen. Seine Entdeckung würde das sogenannte Standardmodell untermauern. Hierbei handelt es sich um eine Theorie, die unser Wissen von Quantenmechanismen, Elektromagnetismus und Teilchenphysik zusammenfasst. Das Higgs-Boson zu finden wäre ein Triumph für die menschliche Vorstellungskraft. Es ist die letzte Zutat für das Standardmodell der Teilchenphysik, das letzte fehlende Puzzlestück. Doch das Standardmodell alleine wird uns die Natur nicht vollständig begreifen lassen. Das Standardmodell schließt die Schwerkraft nicht mit ein, von der wir ja alle wissen, dass sie existiert. Wir suchen also nicht nur nach dem Higgs-Boson, sondern nach sehr vielen Sachen. Es wäre fantastisch, eine stichhaltige Weltformel entwickeln zu können. Das Standardmodell ist sehr gut, was die uns bekannten Kräfte wie Elektromagnetismus und atomare Kräfte betrifft. Wenn wir zusätzlich noch die Schwerkraft einfügen könnten, würde es wohl alles enthalten, was wir im Universum vorfinden. Die Wissenschaftler hoffen, mit dem Gott-Partikel den Schlüssel zur Weltformel zu finden. Einer einzigen Gleichung, die alle elementaren Kräfte der Natur zusammenfasst. Die Schwerkraft, welche verantwortlich für die Evolution von Sternen und Galaxien ist. Die atomaren Kräfte, die jede Art von Materie zusammenhalten. Und die elektromagnetische Kraft, die für das Licht, chemische Interaktionen und das Leben an sich verantwortlich ist. Tatsächlich würde eine Weltformel implizieren, dass es ein Grundkonzept gibt. Mit anderen Worten, es könnte tatsächlich ein kurzes Regelwerk von Naturgesetzen geben, das alles erklärt, was in der Geschichte des Universums je passiert ist. Von diesen Regeln gäbe es keine Abweichung. Die Entdeckung dieser Theorie wäre für unser Verständnis vom Ursprung der Welt von essentieller Bedeutung. Eine Weltformel müsste unter anderem die Schwerkraft mit der Quantenmechanik verknüpfen. Das wäre wichtig, um den Urknall erklären zu können. Zum Zeitpunkt des Urknalls gab es Partikel, also ist die Quantenmechanik von großer Bedeutung. Gleichzeitig dehnte sich das Universum mit einer extremen Geschwindigkeit aus, somit spielt die Schwerkraft auch eine wichtige Rolle.
Wenn eine Weltformel die Entstehung des Universums erklären könnte, könnte sie dann auch die Frage nach einem möglichen Initiator klären? Angenommen, man könnte eine Weltformel festlegen, die alle physikalischen Gesetze vereint. Dann wäre es im Anschluss durchaus plausibel zu fragen, ob dieses Regelwerk möglicherweise von einem höheren Wesen entworfen wurde. Einige würden dies definitiv verneinen. Für sie würde mit der Weltformel die Wissenschaft Gott endgültig ersetzen, da sie potenziell jede Frage über das Universum beantworten könnte. Für andere wäre sie wiederum ein Beweis für die Existenz Gottes. Anhand der Expansion des Universums kann man sehen, dass hier eine architektonische Kraft am Werk ist. Energie, die sich in Materie verwandelt, hat die erstaunliche Fähigkeit, sich zu formieren und Leben zu geben. Einstein verwendete oft religiöse Begriffe. Er glaubte nicht an ein höheres, intelligentes Wesen, das von unserer physischen Welt getrennt ist. Aber er nannte die grundlegenden physischen Gesetze Gottes Gedanken. Bisher konnte das Gott-Partikel nicht nachgewiesen werden. Aber die Suche nach einem Beweis für Gott wird auch unabhängig von diesem Partikel rund um den Globus weitergehen. Sie reicht vom kleinsten Elementarteilchen zu weit entfernten Galaxien. Von der verschollenen Bundeslade zum göttlichen Regelwerk des Universums. Die Suche nach einem stichhaltigen Gottesbeweis ist ein anhaltender Arbeitsprozess. Kann die Wissenschaft Gott nachweisen? Nicht im Moment. Stattdessen liegt es vielmehr an uns, Gott mit Hilfe von Religion, Spiritualität und wissenschaftlichen Erfahrungswerten zu erforschen. Dabei ist die Suche nach Gott, wie auch unsere Sehnsucht nach einem quantitativen Beweis, eine durchaus bezeichnende Wesensart des Menschen. Wahrscheinlich ist es die wichtigste Frage von allen, weil die Antwort unsere Art und Weise zu leben verändern würde. Deshalb sucht man nach Beweisen. Ist dies der Ort, an dem die Wissenschaft Gott schließlich nachweisen wird? Oder dies? Wenn es eine höhere Kraft gibt, könnte der entscheidende Hinweis an jedem Ort und zu jeder Zeit auftauchen. Die Wissenschaft wird sich dank ihres rasanten Fortschritts der Antwort annähern. Doch manche fragen sich, wie viel man tatsächlich wissen möchte. Der Gott, der uns das Unerklärliche erklärt, ist kleiner und kleiner geworden. Möchten Sie ausschließlich an eine materielle Welt glauben, in der die Wissenschaft alles erklären kann? Mit diesem Dilemma setzten sich selbst äußerst pragmatische Wissenschaftler auseinander. Die Wissenschaft an sich kann unserem Leben weder einen Sinn noch eine Bestimmung geben. Sie sagt auch nicht, was richtig oder falsch ist. Eine Antwort auf diese Frage findet man nur in der realen Welt. Und wenn man dort für sich keinen Gott findet, muss man diese Fragen eben auf eine andere Art beantworten. Viele Wissenschaftler und Gelehrte empfinden es als inspirierend, mit ihrer Arbeit die immer noch herrschende Kluft zwischen Glaube und Wissenschaft zu überbrücken. Wenn man die Welt nur aus der Sicht des Wissenschaftlers betrachtet, ist das, als würde man mit einem Auge durch ein Teleskop sehen. Sieht man hingegen auch mit dem zweiten Auge, dem Auge des Glaubens, erhält man eine wesentlich weitere, reichere Sicht der Welt.